Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Resident Evil 4, dem Original. Ja, die Steuerung. Jetzt habe ich kurz pausiert und struggle wieder ein klein wenig mit der Steuerung. Ich weiß, dass hier noch welche sind. Ah. Ja, natürlich. Ah, Leon, hau doch mal ab da. Oh, nee, ne? Au! Okay, ich hau erstmal da ran. Ah, Mensch, Leon, geh doch mal weiter hier. Oh, diese Arschgeigen. Natürlich. Leck mich. Ich habe keine Heilung mehr. Because of you. Ja, treffen lernen. Hä? Treffen wir gelernt sollen. Ach komm, Leon! Kann er mal drauf gehen? Ja, danke. Hey, nicht irgendwo Dings? Oder ist das mit explodiert? Ich glaube, das Ding ist explodiert. Ah, warte, ich lade erstmal nach. Es könnte sein, dass da... Ja, super! Gleich jemand rauskommt. Lauf doch mal vernünftig auf diese blöde Tour zu. Sehr schön für die Pistolenmunition, aber ich könnte eher Heilung gebrauchen. Ich weiß auch nicht, ob ich mit der Dings hier speichern will. Wow. Vielleicht finden wir gleich nochmal Heilung. Oder sterben. Nein! Oh. Dankeschön. Oh ja, super! Grünes Kraut. Das können wir gleich gebrauchen. Ja. Ja, ja. Nehmen wir auch gleich. Danke. Hier. Ich würde das nämlich kombinieren. Und dann sollte uns wieder besser gehen. Nice. Für dass sie uns hier so viel abgezogen haben, ne? Ja, prüfen. Hier sind keine Hinweise. Ja. Ich hätte auch eine Granate werfen können, wir haben so viele, aber pff,
der Steuerung. Weiß ich ja nicht. Nö. Ist noch was rum? Hm? Magst du mal hier Kiste öffnen? Ah, ne, ein bisschen näher dran noch, ne? Ah ja, super. Finde ich nice. Finde ich große Klasse. Da oben noch was? Habe ich da vielleicht was übersehen? Ich meine, hier ist ja keiner Dings mehr. Wir haben ja mitgenommen irgendwie. Nee, da ist nichts mehr. Okay. Gut. Das ist alles ganz langsam. Ach ja. So, jetzt aber. Jetzt lohnt sich das Speichern auch. Ich glaube ja nicht, dass ich die... Okay. Ihr wollt mich doch wohl verarschen, ne? Oh. Als ob da nicht jemand drin ist. Ernsthaft? Denke wirklich, ich bin so dämlich. Da bin ich. Oh! Ach, der Kumpel ist da drin. Ach, du! Ja. Er ist es, sag das doch. No. You? Tja. Okay. I have only one very important question. Ja. Do you got a smoke? Got. Ach ja. Perfect. The big cheese. What? Oh, hi. Au. Leon. Das ist aber nicht die feine englische Art. Und wir konnten noch gar nicht hier alles mitnehmen. Hm. Naja. Wir kommen hier nochmal wieder. Wow. Erstes Kapitel geschafft. Yay! Feeble humans, let us give you our power. Oh nein, wir werden infiziert. Euer Scheiß Ernst. Oh nein. So, you will become unable to resist this. Doch, wir können resisten. Power. Wir können den Las Plagas resisten. Oh. Hey. Wake up. Ja, endlich. Crawl out of one hole and into another. Ja, so ungefähr. Tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this? Och, kannst du nicht einfach antworten? Hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Na doch, er ist Cop. Okay, let me guess. She's the president's daughter? Yeah. That's too good for a guess. Want to start explaining?
Psychic powers. Yeah. Nah, just kidding with you, amigo. Yeah. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Na, du siehst ja nett aus. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Also, Madrid, also doch Spanien. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Yeah. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. Mm-hmm. That is the incident with the viral outbreak, right? Yeah. I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Ich glaube, unser Gespräch wird gerade beendet. Du bist doch der Cop. Also, ne? Wow. Immer diese schnellen Quicktime-Events. Oh ja. Wir müssen uns ja noch anfunken. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. Yeah. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. Mm-hmm. I'm heading back to the village. Oh. Okay, warte. Nase juckt. Oh, ich hasse das. Oh! Over here, stranger. Oh! What are you selling? What are you buying? Unser Lieblingshändler. Natürlich. Okay. Ja gut, dann folge ich ihm erstmal. Scheint ja gar nicht mal so verkehrt zu sein. Got something that might interest you. Ja, ich weiß. Got a selection of good things on sale, stranger. Ah, danke. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Fremder. An meinem Dorf hängen blaue Medaillen. Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast. Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. Ja, ich habe schon ein paar. What are you buying? Ich nehme die Schatzkarte. Thank you. Aber Sturmgewehr haben wir ja noch nicht, ne? What are you buying? Wir haben das Gewehr. Wir haben Sturmgewehr. Seit wann das denn? What are you buying? Moment. What are you selling? Ja, genau. Wir haben die Sturmgewehrmunition, Blendgranaten. Okay.
Ja, der muss ja noch gedingst werden und der muss noch sauber gemacht werden. What are you buying? What are you buying? Ah. Is that all, stranger? Yeah. Is that all? Thank you. Is that all? Das nehmen wir auch mal. Thank you. Dankeschön. Und das ist was Spezielles für mich, wenn ich die abgeschossen habe. Das finde ich sehr nice. Hier. Ach, das sind viel zu viele Granaten. Die eigentlich müsste ich eigentlich mal verkaufen. Damit wir Platz kriegen. Ich werde die eh nicht benutzen. Welcome. What are you selling? Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Zumindest von jedem einer. Ja, ja, ich komme irgendwann wieder. Genau. Okay. Ah, okay. Gut. Anytime. Ja, ja. Ich weiß. Okay. So, dann gehen wir nochmal rein zum Speichern. Weil wir gerade ein bisschen, ne? Aufgerüstet haben. Okay. Ich höre dich schon wieder. Ja. Mhm. Schon wieder ganz viele Gegner, ha? Ja, dann kommst du rein. Ach komm. Da hat doch gerade jemand die Tür aufgetreten. Ja. Komm her. Ich warte schon. Da bist du ja. Das macht man nicht. Na, wer ist der Nächste?
noch nicht, wer will nochmal. Na komm. Gut, die Putt, die Putt, die Putt, die Putt. Na, ich rüste die mal besser aus. Hat er sich gerade selber in die Luft gejagt? Okay. Aber jetzt kriegen wir auch was dafür. Okay, warte, da kommt ja der nächste Mob. Kommen mir welche nach, oder? Sehr bedrohliche Musik. Ich meine, da stehen ja noch welche. Ich kann trotzdem mal. Komm mal her. Komm her, Schmutzelchen. Mehr Munition. Ach ja.
hätte man jetzt erst die Dings kaufen sollen, ne? Naja. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen was für mich. What are you buying? Ja. Is that all? Ich meine, jetzt müssten wir, oder? War da nicht was? Ah ne, es war nur, glaube ich, bei Dings, ne? Ups. Naja. Irgendwie konnte man doch Dings. Dass man hier, eigentlich ist, glaube ich, nur bei Kapazität, ne? Naja. Naja. Das hat mir jetzt super viel. Erstmal die. Vielleicht kriegen wir gleich nochmal Munition. Da hinten. Bom, 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 bom. Spannungsgeladene Musik. Oh ja, hier, guck mal. Nicht die richtige, aber doch Gewehrmunition, okay. Oh ja. Dankeschön. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer ist. Nehmen wir nochmal eine Blendgranate. Nee, ich gehe jetzt erstmal speichern. Das machen wir beim nächsten Mal. Jaja. Bin da mal, ne? So. Ja, ach, da oben bist du. Gut, ich nehme dich das nächste Mal mit, oder? Mir zu gefährlich. Okay, gut. Würde ich sagen, speichern wir mal. Beenden wir den Part mal an einem Speicherpunkt. Kann ich mir das mal schneiden, ey? Uiuiuiui. Wäre mal was Neues. Nö? Gucken wir gleich mal. Dankeschön. Netter Versuch, eine Minute haben wir noch. Gut, dann holen wir uns noch den Schatz da oben. Ich meine, den Typen haben wir ja jetzt runtergeknallt. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr. Aber die Minute haben wir noch. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, ne? So, einmal rein hier. Mal hier schon hoch. Ja, nice. Ja, da hinten sind auch noch welche. Okay. Gut.
gehen wir mal runter. Gehen da hin. So, jetzt sollte es aber reichen für den Part. Ja, doch. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family.